Ja, yo, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free hier mit dem Alex und heute mit einem neuen Part mit dem Medi und einer neuen Waffe, der QJY88. Und wir zocken auf Oman und siegen gleich. So, wir haben die Punkte. D und B. Den habe ich jetzt nicht getroffen. Diese Waffe, die ich euch heute vorstelle, in diesem Waffen-Let's Play. Oh, gut. Der will jetzt hier erobern. Hat eine lange Reichweite. Ich habe jetzt noch kurz nachdenken müssen. Die hat eine lange Reichweite. Leider nur wenig Schaden. Nicht tot. Auf jeden Fall, die heißt eine sehr weitreichende mit hoher Präzision. Shit, da war sie, die IAR. Also eine Waffe mit sehr hoher Präzision, zwar wenig Schaden, dafür aber sehr weitreichend und natürlich schnell vollautomatisch. Muni ist relativ ausgeglichen und nicht allzu viel. Ich konnte jetzt in dem kurzen Part jetzt nicht gerade viel machen, aber jetzt werden wir ja noch eins spielen und da zeige ich euch oder versuche ich euch zu zeigen, was diese Waffe so im Gesamten abgibt auf dem Spielfeld. Ich habe es ja heute im Daily Draw gewonnen, wo ich sie für einen Tag bekommen habe und da konnte ich jetzt keine Attachments ranhauen, das heißt keine Verbesserungen und somit haben wir die jetzt im Normalzustand hier, wie es da aussehen würde. So haben wir sie jetzt vorliegen. Und ich werde mich jetzt ganz einfach mal zu D hin machen und park jetzt hier oben ein und stelle mich mal in die Noob-Position. Gut. Und jetzt schauen wir mal. Fahren jetzt einfach mal ein bisschen. Ist einer von uns. Einfach mal ein paar Punkte zu kriegen hier. Oh, das war einer von uns. Ist hier jetzt ein Jet? Wehe, da kommt jetzt hier lang. Das war ein Auto von uns, gut. Jetzt kommt hier noch der panzerähnliche Vieh. Gut, es ist tot. Der macht jetzt entweder den Panzer kaputt. Oder nicht kaputt? Gut, der ist wieder weggeflogen. Also noch da? Nein. Dann können wir wieder einsteigen.
hat einen Panzer. Komm, die holen wir uns doch. Dein Geräte. Gut, dann müsste jetzt eigentlich schon tot sein. Ja, gut. Das merke ich ja auf die Distanz erst, wenn er dann tot ist. Oh, da kriegen wir Punkte, wenn wir hier auffeuern. Da kommt jetzt irgendwo jemand lang hier. Ein Auto von uns. Gut, kommt jetzt hier, war gerade vor uns irgendwo ein Auto. Nee, war doch nicht. Ich fahre einfach mal noch ein bisschen auf A. Gibt es immer mal ein bisschen Kollateralschaden. Oh, jetzt ja. Gut, den Heli, der ist anscheinend tot. Den schießen wir uns jetzt noch. Na komm. Der ist auch tot. So, gut. Jetzt haben wir schon fast 2000 Punkte gemacht. Jetzt kommt der hierher. Das von uns. Da hinten war da jetzt irgendwo so ein Transportauto gewesen. Na wo? Gut. Ich wollte euch eigentlich die. Ah, das war einer von uns. Das ist einer auch von uns. Und wenn ich die 2000 Punkte Marke geknackt habe, mal begebe ich mich mal hier hinter. Hinter zu Adern. Oh, da ist einer. Ah, ist gut. Gut. Oh, das ist einer von uns. Kommt jetzt irgendwo hier mal noch was angeflogen von denen? Ja, ein Heli. Ja, da bin ich tot gewesen. Gut, dann war es jetzt erstmal soweit mit dem BTR. Dann machen wir jetzt mal die restlichen 500 Punkte mit der Waffe. Und holen uns auch gleich mal noch ein Auto. Hier hinten steht was. Der Panzer ist zwar nicht mehr da, aber der hier ist noch da. Da holen wir uns den. So, und dann fahren wir auf zu A und dann versuche ich mal meine guten Möglichkeiten als Medi zu zeigen. So, erstmal schön mit der Pistole auf Nahkampf wollte ich. Erstmal kurz hier hin. Da
hinten ist ein Verletzer, das heißt, da hinten sind Gegner. Ich will die Waffe jetzt erstmal nicht auf Langdistanz nehmen. Ja, auf Kurzdistanz. Da war jetzt gerade einer. Den wollte ich jetzt mit der M noch was mal töten hier, aber hat anscheinend nicht gerade viel gebracht. Das Bebo-Café, so, dann machen wir jetzt als nächstes gleich mal. Komm schon, einsteigen. Kannst du fahren? Gut. Da wollte ich den jetzt noch holen, aber da war der andere anscheinend noch da gewesen. Ich wusste nicht mehr, wo der war ja vor uns noch neben dem Auto gewesen, aber war dann irgendwo nicht mehr da gewesen. Ja, wie sie so alle da sind und nicht mehr da sind. Na toll, jetzt ist das Auto hier weg. Und sie holen sich jetzt nach und nach irgendwie wieder ihre Punkte. Erstmal Warnschuss auf A. Läuft hier noch irgendwo was rum? Nö. Gut. Jetzt kommt hier so ein Heli an. Den haben wir noch. Sendermarker verpasst. Da ist jetzt gar keiner mehr drin. Das ist ein Auto von uns. So, da kommt jetzt auch was an. Wo ist der? Da. Der ist tot. Gut, das war jetzt ein Sieg. Ich glaube, da muss ich mal noch eins reinhauen, um die Waffe noch mal ein bisschen mehr zu Let's Play, weil es jetzt gerade eben irgendwie nicht so richtig dazu kam, mal eine ordentliche Konfrontation hier zwischen den zwei Teams. Jetzt sind wir wieder US und hoffe doch mal, dass es jetzt ordentlich abgeht. Ich werde mich jetzt, glaube ich, vorne an die Mauer positionieren, bei Punkt C, und dann werde ich mal schauen, wie das aussieht dann mit meiner KD. Ach komm schon. Und rein da. Und dann schauen wir mal, wie das hier mit der Waffe wird. Wie gesagt, auf Langdistanz eine ohne Attachments brauchbare, sogar brauchbare Waffe. Mit Attachments wäre es natürlich noch besser. Aber ohne ist er auch brauchbar. Wirft einen 10er bis 20er Schaden ab auf so eine hohe Distanz. Mehr dann aber auch nicht. Und mehr bräuchte man dann auf solche langen Distanzen eigentlich schon. Denn da reicht so wenig nicht mehr aus. Deswegen würde ich da schon zu einer anderen Waffe eine andere Waffe mehr empfehlen. Oder so, haben wir überhaupt Pioniere? Ja, genügend. Gut. Nehmen die jetzt zählen oder nicht? Ja, tun sie. Dann gehen wir hier rüber an die Mauer. Da es ja Russen sind, kommen die immer von dort hinten und holen sich ein paar. Die haben jetzt die Kontrolle über B. Ich habe es vergessen, noch Medipack hinzulegen.
jemand ausgestiegen? Ist da jetzt noch jemand oder nicht? Die erobern jetzt nicht mehr. Nee, gut. Es geht zurück, die Flagge. Das ist ein Kampf hier, hier kann ich als Medi überhaupt nichts reißen. Aus so einer Distanz wird es dann schon sehr schwer, was zu treffen. B haben sie sich jetzt geholt. Da seht ihr also schon mal, auf so einer Distanz kann ich dann nichts holen. Ich gehe mal näher ran. Und probiere es jetzt nochmal. Oh. Seht also, ich kann hier feuern, wie ich will. Ja, jetzt ein 20er Schaden geholt. Jetzt warte ich hier auf den mal. Oder wurde der schon geholt? Gut, auf Weitdistanz mit der Pistole kann man nicht sehr viel reißen. Also ich werde hier tatkräftig unterstützt. Wir haben 10 noch eingenommen mit. Ist jetzt hier jemand? Nee. Gut. Macht sich ganz schlecht, wenn man hier nicht so richtig den Überblick behalten kann und seine Ziele nicht genau im Blick hat. Da unten läuft jetzt. Oh, scheiße, ist ein Sniper dort. Das ist ganz, ganz schlecht. Dann müsste ich mich mal. Oh, da drüben ist einer. Umgefallen. Tot, 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 tot. Den habe ich mir noch wieder geholt. C erobert jetzt gerade keiner. Da könnte ich jetzt mal kurz schnell rübersprinten. Und begebe mich dann mal zum anderen Teil der Mauer. Mag ich eigentlich gleich hier lang, ja. D haben wir auch noch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach alle auf. Ja, genau, auf B. B holen wir uns jetzt sogar gerade eben. Jetzt hat er noch die Kontrolle über B geholt. Okay, wo ist jetzt der Sniper hier? Wo? Da oben. Nee, aus dem Kran, Leute, nee. Den müssen wir rausschießen. Das wird jetzt schwer. Ganz schwer, mit so einer Waffe so eine Distanz zu bewältigen. Hat er den jetzt geholt? Ich denke schon. Gut, dann können wir ja frohen Herzens jetzt hier hoch zu D gehen. Und stellen uns jetzt mal aufs Dach, denn die kommen ja jetzt alle von dort oben an, von dort unten, also weil sie ja Russen sind, kommen sie von dort drüben. Kommen alle von dort. Und falls sie noch D einnehmen sollten, habe ich dann ja eine schöne Einnahmequelle in dem Sinne. So, gut. Der fährt jetzt da hoch. Na, kam ich zu spät. Ist das ein Medi? Ja, ne? Da, das ist ein Medi. Ne, das ist ein Typ, das ist ein. Ich sag schon, das ist ein Sniper. Ein. Pionier, sag's doch gleich.
Oh, es ist wieder einer im Kran drin, ne? Das finde ich ganz schlecht. Und zu B wollen sie wieder. Das heißt, wir werden uns jetzt mal zu B ranpirschen. Der ist markiert. B wird wieder erobert. Da machen wir doch glatt mit. Den hat er umgelegt. Gut. Und dann machen wir uns wieder auf zu D. Läuft gerade eben irgendwie nicht so richtig mit der Waffe. Also ich habe bisher noch keinen killen können. Vielleicht immer nur ein paar Punkte holen. Das heißt, auf Distanzen wegen diesen wenigen Schaden, aber trotzdem dieser hohen Präzision, wurden immer nur Bruchteile von den Leben des Gegners. Jetzt kommt ja einer rein. Oder einer hin. Ist er schon tot? Das ist jetzt einer hier draußen direkt. Habe ich den wenigstens noch wiederbelebt? Ich glaube schon. Der hat mich jetzt umgefahren und der wird jetzt aber auch bestimmt gleich umgeniedet. Nein, wird nicht. Wenn ich jetzt bei D wieder spawnen, hole ich mir den jetzt. Unsere Flagge. Bleibt auch unsere Flagge. Gut. Hoch wieder aufs Dach. Oh, da kommt ein Kampfheli. Und da ist er tot. So, da hinten haben sich auch schon welche positioniert. Dann gehen wir wieder aufs Dach hoch. Und holen uns die nächsten. Und da wir jetzt auch gleich wieder gewonnen haben, sag ich, war es das von mir. Von der Q JY88 kann ich jetzt so weit sagen, dass ich sie empfehlen kann. Vielleicht sollte man noch ein paar Attachments draufpacken, aber sie ist auf jeden Fall besser als die MG3, auch wenn der Schaden nicht so hoch ist. Man kann ihn auf Nahdistanz immer noch gut verwenden. Durch die hohe Präzision lässt sie sich auch leicht kontrollieren. Sie zieht nicht so weit weg. Macht zwar wenig Schaden, aber da man so ein großes Magger hat, denke ich, gleicht sich das wieder aus. Gut, das war's soweit von mir. Euer Alex, bis zum nächsten Mal. Haut rein.